Soderle, willkommen zu einem kurzen Benchmark-Test von Black Myth Wukong. Also gleich mal vorweg, ich habe eine 4090 und einen 14700K Intel. Alles wie Kino. Das heißt, ich glaube, da ist alles Max. Ne? So, dann machen wir jetzt diesen Benchmark-Test. Schauen wir uns die Keys zum D1 vor. Links oben sind die FPS dann gleich angezeigt. Aktuelle FPS, gar keine. So, 59. Was haben wir jetzt alles auf Kino und Raytracing ist maximiert, oder wie? Ist dem wirklich so, oder hat er das nicht übernommen, ist die Frage. Aber lassen wir es mal durchlaufen. 64 FPS, 65 FPS. Die Maus gebe ich weg. Also die Grafik schaut ja wirklich schön aus. 60 FPS. Mhm. Also wir sind zwischen 50 und 60 in etwa mit den Einstellungen, die wir gerade haben. Wie gesagt, 14700K und eine Nvidia 4090. Also bei schnellen Sequenzen wird sich das sicher verändern, das heißt, wir werden die Grafik wahrscheinlich nicht halten können. Ich frage mich auch oft bei Raytracing, ob es wirklich notwendig ist. Ja, manchmal sehe ich nicht so den Riesenunterschied. Also ich nehme mal an, wenn man Raytracing rausnimmt, wird das gemütlicher. Außer es ist gar nicht an. Hm. Oh schön, was ist das? Tempel, ein Tor? Herrlich. Okay, das schaut wunderschön aus. Das macht Spaß, das macht schon Freude, Vorfreude auf das Spiel. Am 20. kommt's raus. Blätter. Blätter im Wind. Schön. Wunderschön einfach. War das der Test? Das war der Test. So cool, wir sehen sie ja eh. Ein Nvidia 4090. Ich glaube, wir müssen neueste Grafikkartentreiber. Wir haben 64 GB RAM, 24 GB VRAM, den Intel i7-14700. Wir haben hier randlos, das könnte man vielleicht ändern noch, das müssen wir schauen. Wir haben hier alles auf Kino, stark bewegen etc. etc. Wir haben DX12 an, Bilderzeugung aus, DLSS an und Raytracing aus. Gut, ich nehme es zurück, wir haben Raytracing aus und haben den Rest auf Kino. Modus. Maximal hatten wir 71 FPS, minimal 17 FPS. Gut, interessant. Wow. Wir haben jetzt mit TSR und Bilderzeugung aktiviert und Raytracing auf Maximum mehr FPS als vorher. Ist das wahr? Aber ich weiß nicht genau, ich würde sagen, das Bild schaut nicht so toll aus wie davor, oder? Täuscht mich das. Wir sind auf jeden Fall über 60 FPS. Schau da an. Wie hübsch da liegen. Immer noch weit über 60. Aber trotzdem grafisch ganz gut eigentlich, oder? Aber es kommt mir vor, als wären ein paar Artefakte in den Bäumen zu sehen. Und DLSS, es war vorhin schöner. Ja? Jetzt haben wir Raytracing maximal aktiviert. Haben dieses TSR mit Bilderzeugung aktiviert.
Und ich muss sagen, TLSS ist von der Schönheit dem Ganzen überlegen. Irgendwie schaut das, da fehlt was, da stimmt was nicht. Wenn man genau schaut bei den Bäumen, das hat irgendwie so ein bisschen eine seltsame, ich weiß nicht, einen seltsamen Vibe. Ich kann es nicht ganz sagen. Es ist irgendwie nicht unscharf, aber es hat irgendwie eine, ja, das Dickicht, das schaut nicht so gut aus, finde ich, wie vorhin. Blätter etc., das schaut gut aus. Das Feuer, ja. Aber da jetzt so leicht grieselt. 82 FPS sogar jetzt, Wahnsinn. Ich habe nachgelesen, angeblich ist TSA irgendwas, TSR irgendwie was von der Unreal 5 Engine. Aber ich würde es behaupten, es ist dem DLSS unterlegen. Wir haben jetzt DLSS aktiviert, haben es aber aufs Maximale gestellt, haben Raytracing deaktiviert und sind vom Kinoqualität, haben die Kinoqualität deaktiviert und sind auf Ultra-Grafikleistung gegangen. Man sieht schon, ohne Raytracing, mit DLSS, maximal DLSS, was man rausholt. Und von Kinomodus auf Ultra bringen wir immer noch mit unserem Setup hier 56, zwischen 50 und 60 FPS wahrscheinlich da. Und es schaut, finde ich, wenn man jetzt sich das anschaut, im Vergleich zu dem vorher mit dem TSR von der Unreal 5 Engine, im Vergleich jetzt zu dem DLSS, schaut es jetzt um Welten immer noch besser aus, finde ich. Es schaut viel lebendiger, schärfer aus, würde ich fast sagen. Die Bäume, es ist nicht so grieselt, es wirkt klarer. Aber wir sehen schon, dass wir wahrscheinlich, wenn es dann mit Action hergeht, da Einbußen haben werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Grafikqualität vielleicht von Ultra auf hochstellen müssen, etc. Das werden wir aber alles im Spiel erst sehen. Jetzt dieser erste Benchmark-Test zeigt mir, dass mein Setup auf jeden Fall fähig ist, dieses Spiel zu spielen. Aber ich möchte halt schon gern dann am Ende konstant mindestens 60 FPS haben. Und ich glaube, ich werde dann, wird man wahrscheinlich dann im Spiel eben sehen, wie sich das entwickelt. Werden wir wahrscheinlich dann die Grafikqualität nicht Kino, nicht Ultra, sondern einfach hoch einstellen. Aber trotzdem das DLSS auf Maximum Qualität, damit wir ein schönes Bild haben, aber gleichzeitig trotzdem mindestens die 60 FPS erreichen. Ich glaube, so wenn wir es im Spiel dann haben. Wir können uns derweil natürlich nicht vorhersagen, wie das dann im Release ist. Am 20. wissen wir dann mehr. Nächste Woche Dienstag, soweit ich weiß. Und da werden wir uns das dann genauer anschauen. In diesem Sinne genießt noch das restliche schöne Ambiente hier. Ich sage vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, ein Like, ein Abo. Vielen Dank. Weißt du, schön war nochmal meine Stimme zu hören. Bewegungsunschärfe aus, alles Ultra, 2560, 1440, randlos, kompletter Modus geht nicht im Moment, nur randlos oder Fenster. Kein Raytracing, DLSS und aber auf maximal gestellt. Schaut fantastisch aus, die Frames machen mir ein bisschen Sorge, ob das im Spiel dann funktioniert. Wir werden jetzt aber noch einen Test machen und wir werden runterstellen auf die Grafikqualität hoch. Wir werden jetzt hier auf hoch gehen. Wahrscheinlich, ich meine, man wird sicherlich dann hier feintunen können, wo man sagt, ja, es ist wahrscheinlich egal, ob die Haare so super ausschauen oder nicht, das können wir runterstellen. Da kann man sich sicherlich noch spielen und wunderbare Sachen machen. Aber ich finde halt mal Super Sampling Schärfe einfach mal auf DLAA gestellt. Und es ist über meinen Grafikeinstellungen, ja. Aber es funktioniert vielleicht dann auch im Spiel. Und wie gesagt, das wird man dann sehen. Genießt das jetzt. Am Schluss kommt dann eh die Zusammenführung. Genießt dieses wunderschöne Ambiente. Mit Wasser. Dankeschön fürs Zuschauen.